Der Bürgerkrieg war unvermeidbar, weil die Arbeiterschaft so unterdrückt worden ist durch die bürgerliche Regierung seit Jahren, immer mehr. Wir haben ja nichts verlieren können aus dem Leben. Ja? Wir haben da keine Arbeit gehabt. Mit den Toten des Februar 1934 verstummten auch die Ideale von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. 1918 waren sie noch die laute Begleitmusik rund um die Gründung der Ersten Republik. Deutsch-Österreich hatte mit einer sozialpolitischen Revolution begonnen. Die bis 1920 andauernde Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten brachte den 8-Stunden-Tag, Kollektivverträge, Urlaubsregelungen, Arbeitslosenversicherung und Arbeiterkammern. Im roten Wien entstand unter Bürgermeister Seitz der soziale Wohnbau, Fürsorge- und Gesundheitsämter, Arbeitersport- und Kulturvereine. Veranstaltungen wie die Arbeiterolympiade oder Massenaufmärsche mitsamt Klassenkampfrhetorik malten jedoch im bürgerlichen Lager die Schreckgespenster einer kommenden Diktatur des Proletariats an die Wand. Die Angst vor russischen Zuständen lieferte die Begründung für die Aufrüstung des Bundesheeres und der christlichen Heimwehren. Rot konterte mit der Gründung des Republikanischen Schutzbundes, dem paramilitärischen Wehrverband der Partei. Die politische Radikalisierung ging mit Betriebsschließungen, Massenarbeitslosigkeit, Verelendung und Preissteigerungen einher. Eine der Ursachen, die österreichischen Völkerbundanleihen zur Beseitigung der Wirtschaftskrise, waren mit strikten Auflagen verbunden. Strenger Sparkurs, Budgetsanierung durch Steuererhöhungen, Senkung der Sozialausgaben, der Löhne, der Produktionskosten und der öffentlichen Investitionen. Diese Sanierungsphilosophie deckte sich zwar mit den finanzpolitischen Absichten von Regierung und Industrie, sie ging jedoch großteils zu Lasten des Mittelstands und der Arbeiterschaft. Dagegen kämpften die Sozialdemokraten an. Das brachte ihnen Stimmen und Wahlgewinne. Mit der Krise begann auch der Aufstieg der Nationalsozialisten. Der christlich-sozialen Regierungspartei hingegen liefen ab 1930 die Wähler davon. Daher mehrten sich dort die Stimmen nach einem autoritären Kurs. Er sollte die Krise des Kapitalismus durch die Beseitigung von Arbeiterrechten, den roten Gewerkschaften, der Sozialdemokratie und des Parlaments beheben. Die Hoffnung der Sozialdemokraten, mit der Kapitalismuskrise würde auch die konservative Herrschaft zerbröseln, sollte sich als fatale Irrung erweisen. Im März 1933 schaltete das Kabinett Dollfuß das Parlament aus. Die sozialdemokratische Opposition wollte die parlamentarische Demokratie durch Verhandlungen reaktivieren. Nicht so die Regierung. Sie betrachtete den Parlamentarismus als gefährliche Plattform für den Klassenkampf. Außerdem fand der autoritäre Kurs die Unterstützung der katholischen Kirche und des italienischen Diktators Mussolini. Die Diktatur als Lösung für ideologische, wirtschaftliche und soziale Probleme. Durch Notverordnungen wurden Streiks, Versammlungen und Aufmärsche verboten. Ebenso der Schutzbund. Die Heimwehr als Schutztruppe der christlich-sozialen Partei blieb bestehen. Zur Demontage der Freiheitsrechte kam rasanter Sozialabbau. Löhne, Pensionen und Arbeitslosengeld wurden bis zu 20% gekürzt und die Kollektivverträge in fast allen Branchen aufgehoben. Während der linke Flügel der Sozialdemokraten Kampfmaßnahmen forderte,
setzten die Pragmatiker um Karl Renner auf einen gewaltfreien Kurs des Verhandelns. Doch es gab nichts mehr zu verhandeln. Anfang 1934 war die Stadt Wien gezwungen, ihr soziales Wohnbauprogramm einzustellen. Ein Teilerfolg der Dollfuß-Regierung, die das rote Wien finanziell aushungern wollte. Durch Notverordnungen wurde die Steuer- und Abgabenquote an den Bund um 90 Millionen Schilling erhöht. Das sind nach heutigem Wert etwa 290 Millionen Euro. Daneben wurden einige Wiener Landessteuern abgeschafft oder zu Bundesabgaben umgewidmet. Heimwehrführer Starenberg meinte in Anspielung auf die jüdische Herkunft des Wiener Finanzstadtrates Hugo Breitner: Der Kopf dieses Asiaten muss in den Sand rollen. Vernichten statt verhandeln, lautete die Parole der Heimwehren. Von Mussolini großzügig unterstützt, forderten sie den faschistischen Staat. So mancher Wehrverband sympathisierte offen mit den Nazis. Obwohl die NSDAP im Juni 1933 verboten wurde, verhandelten Heimwehrfunktionäre wie Starenberg, Kanzler Dollfuß und andere Regierungsvertreter mit gemäßigten katholischen Nationalsozialisten über mögliche Regierungsbeteiligungen. Diese Bereitschaft zum politischen Kompromiss gab es gegenüber den Sozialdemokraten freilich nicht. Ab Jänner 1934 häuften sich Verhaftungen von Schutzbundmitgliedern und Durchsuchungen von Arbeiterheimen, angeordnet von Heimwehrinnenminister Emil Fey. Am 11. Februar 1934 ließ der Linzer Schutzbundführer Richard Bernaschek die Wiener Parteiführung wissen, dass gegen künftige Willküraktionen Widerstand geleistet werde. Wien versuchte Bernaschek telegrafisch und telefonisch umzustimmen. Vergeblich. Da die Gespräche zwischen Wien und der Linzer Parteileitung, die sich im Hotel Schiff befand, abgehört wurden, ordnete der Linzer Polizeichef für den 12. Februar Alarmbereitschaft und eine Waffensuche im Hotel Schiff an. Franz Desch, der über Bernascheks Plan informiert wurde, gehörte zu jenen 40 Sozialdemokraten, die sich in der Nacht zum 12. Februar im Hotel Schiff versammelten, um sich für Kampfmaßnahmen zu rüsten. Josef Hausleitner war daran beteiligt, versteckte Waffen in diesen Raum des ehemaligen Hotel Schiff zu bringen, darunter einige Maschinengewehre. Es gab jedoch nur einen ausgebildeten MG-Schützen, den Tischler Josef Kunz. Am 12. Februar gegen 7 Uhr früh rückte die Polizei an. Ich war hier beim Fenster und habe an den Abwehrkämpfen teilgenommen. Ich habe da auch geschossen. Ich bin dann auf die Westseite gegangen, weil dort auch irgendwelche Kampfhandlungen begonnen haben, und habe dort auch auf Ziele, die ich bemerkt habe, Feuer eröffnet. Und andere haben wieder mit Handgranaten in den Hof geworfen, die habe ich nicht bedient. Es hat ja Leute gegeben, die haben da so eine Schmiervasen abgezogen, Entfernung 4-5 Meter, und haben es beim Fenster rausgehauen. Nicht? Und den haut es aufs Fensterbrill, gell, und fällt wieder zurück. Gell. Ich war geschickt, Bier schon, wie ein Hechtsprung habe ich es nicht erwischt, beim Fenster rausgehauen und explodiert. Gell. Und einmal ist dasselbe passiert, ich habe gesagt, das sind die Idioten. Geht zum Fenster, stellt sich daneben hin und haut es. Es waren jetzt so viele Laien dort, aber ich war ja auch nicht schuld, aber wenigstens einen Hausverstand habe ich da gehabt, gell? Das Ganze. Trotzdem gelang es der Polizei nicht, das Hotelschiff einzunehmen. Das Bundesheer wurde angefordert. In der anrückenden Einheit befand sich auch Karl Lampel. Gemeinsam mit seinem Kameraden Neumeier sollte er den Maschinengewehrschützen ausschalten, der schon vorher einen Soldaten schwer verletzt hatte. Unbemerkt erreichten die beiden eine Wendeltreppe. Beim Hinaufsteigen auf der Wendeltreppe mussten wir immer bei dem, da waren Fenster, immer am Bauch liegend vorbei ruppen, bis wir eben die
die Dachbodentür erreicht hatten. Und am Dachboden hat der Kamerad Neumeier mit seinem Karabiner vorsichtig einen Dachziegel gehoben und gefeuert und den MG-Schützen getroffen. In dem Moment ist er von Sessel gefallen, Kopfschuss durch den Stuhlhelm durch, gell? Und das hat ja unheimlich bliert, das ganze Ding, was da war, Kopfschuss. Und von unten hat man gehört, Maschinengewehr tot, Maschinengewehr tot. Durch den Ausfall von Kunz und seinem Maschinengewehr, wir hatten, das muss ich dazu sagen, keinen ausgebildeten Maschinengewehrschützen mehr gehabt. Also konnte das Maschinengewehr nicht mehr bedient werden. Auch die anderen zwei Maschinengewehre waren zwecklos hier. Der Widerstand war fast nicht mehr möglich, weil das Feuer der Angreifers derart stark war, dass das einfach von uns aus nicht mehr bewältigt hat werden können. Und wir haben uns daraufhin ergeben. Und ich bin dann rauf in den zweiten Stock und habe gesagt zu meinen Zimmerkameraden, du Wickerl, die wollen sie ergeben. Ne? Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und ich drehe mich um, steht schon vor mir ein Polizist, ein Mordslackel, den Stahlhelm, den Grünen, was die gehabt haben, und den Bi. Ne? Und der Polizist hat gesagt, mein Gott, der Satz hat Trottel, für ein Panzen lasse ich ihr das schießen. Dieses Foto zeigt Josef Hausleitner bei seiner Verhaftung. Im Hof aber war bereits auch die Heimwehr. Außer dem Militär und der Heimwehrer ist zu mir gekommen und hat gesagt, du roter Hund, die stiche ab. Daraufhin hat ein Polizist diesen Heimwehrer weggestoßen und hat gesagt, momentan sind noch wir da. Nicht? Wir sind dann in Gruppen geteilt worden und abgeführt worden, und zwar über die Landstraße, wobei Geschäftsleute gerufen haben, was führt es denn lang ab, stellt es gleich an die Wand und erschießt es. Ne? Schutzbundführer Bernaschek und andere Funktionäre wurden bereits am Morgen des 12. Februar verhaftet. Das hatte fatale Folgen für die Koordination und die Effizienz des Aufstandes. Da manche Waffenverstecke nur den Festgenommenen bekannt waren, scheiterte die Besetzung strategisch wichtiger Häuser und Verkehrsknotenpunkte am Waffen- und Munitionsmangel. Heftig gekämpft wurde in Linz auch rund um die Disterwegschule. Der, was das Maschinengewehr oben bedient hat, der hat Winterkassen am Turm von der Disterwegschule. Und da die Artillerie von der Schlosskaserne hat die Artillerie auf die Ding geschossen, auf die Disterwegschule. Und wo die Uhr war, statt der Uhr war ein großer Einschuss. Gell? Und der oben hat dann, das war der Winter, und der hat dann mit seiner Familie Selbstmord verübt. Gell? Es waren etliche Selbstmord, aber von denen weiß ich es bestimmt. Auf dieser Linzer Donaubrücke ereignet sich ein tragischer Zwischenfall. Der Sozialdemokrat Alois Buchinger, einige Wochen davor zum Bundesheer eingezogen, rückte mit seiner Einheit gegen die Brücke vor, auf der sich Angehörige des Schutzbundes verbarrikadiert hatten. Von Solidaritätskonflikten geplagt, lief Buchinger auf seine Kameraden zu, die jedoch meinten, ein Sturmangriff stehe bevor, und erschossen den 19-Jährigen. Nach Einsatz des Bundesheeres war auch der Aufstand außerhalb von Linz, in Steyr, Ebensee und anderen Gebieten niedergeschlagen. Die Bilanz: 50 Tote auf beiden Seiten. Ja, bedrückend war für uns natürlich, dass wir wussten, dass ja Frauen und Kinder im ganzen Kampfgebiet sind. Aber wir sind dann doch abmarschiert in die Kaserne mit dem Gefühl, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben.
Die Gründe für das Scheitern von Aufstand war hauptsächlich keine Organisation. Das waren alles Stücksachen. Da war mal einer und da haben sie angefangen zu denken, so irgendwie Widerstand zu leisten. Der österreichweite Einsatzplan des Schutzbundes blieb Stückwerk. In den agrarisch und gewerblich dominierten Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg war die Sozialdemokratie immer ein Minderheitsfaktor geblieben. Für diese Regionen existierten auch keine präzisen Mobilisierungspläne. Daher blieb es in Westösterreich, ebenso in Kärnten, dem Burgenland und weiten Teilen Niederösterreichs ruhig. Die Einsatzpläne zentrierten sich auf die Arbeiter- und Industrieviertel in Oberösterreich, der Steiermark und Wien. Gemeindebauten verteidigungsbereit machen, so lautete die Parole in Wien. Eher aus gezwungener Solidarität mit den Linzern als aus Überzeugung setzte die Wiener Parteiführung am 12. Februar zu Mittag den Alarmplan in Kraft. Neben der Befestigung von Gemeindebauten sah er die Besetzung von Polizeiwachzimmern, Bahnhöfen und Kasernen vor. Um die Regierung zu übernehmen, sollten Sturmabteilungen des Schutzbundes das Kanzleramt und die Ministerien besetzen. Danach war an die Reaktivierung von Parlament und Demokratie gedacht. Parallel zum Alarmplan sollte ein Generalstreik beginnen. Das Startsignal gaben die Mitarbeiter der E-Werke. Sie schalteten kurz vor 12 Uhr Mittag den Strom ab. Die Stromabschaltung brachte nicht nur Straßenbahnen zum Stillstand, sondern sie legte auch die Telefone lahm. Das hatte fatale Folgen. Zwischen der zentralen Kampfleitung, die sich im Washingtonhof in Favoriten unter der Führung von Otto Bauer gebildet hatte, und den Schutzbundkommandos in den Bezirken war nun die Kommunikation unterbrochen. Kampf- und Einsatzbefehle konnten nicht mehr übermittelt werden. Melder sollten diese wichtige Aufgabe übernehmen, doch sie kamen über die Bezirksgrenzen meist nicht mehr hinaus. Polizei und Heimwehren hatten den Ernstfall einer roten Erhebung oft geübt. Als der Strom ausging, wurde in Windeseile jeder Bezirk hermetisch abgeriegelt, um die einzelnen Kampfverbände zu isolieren. Daher schlug auch der Überraschungsangriff auf die Regierungsgebäude der inneren Stadt fehl. An den Bezirksgrenzen gab es scharfe Kontrollen. Waffenausgabe für die Wiener Heimwehr. Viele Kampfpläne des Schutzbundes waren der Polizei bei früheren Hausdurchsuchungen in die Hände gefallen oder von verhafteten Schutzbundführern verraten worden. In den Arbeiterbezirken Otterkring, Margareten, Meidling und Simmering verschanzten sich Schutzbundkämpfer schon am 11. Februar. Sie lieferten der Übermacht von Polizei und Bundesheer heftige Kämpfe. Dabei gab es Dutzende Tote und Schwerverletzte auf beiden Seiten. Die Widerstandszentren im Norden und Osten Wiens befanden sich vor allem im Karl-Marx-Hof und im Goethehof. Einige Jahre vor seinem Tod hat Josef Meißel, dem Gestalter dieses Films, von den Ereignissen im Goethehof erzählt. Wir haben dann diskutiert und haben also dann sind zum Ergebnis gekommen, dass wir, also, wenn es nicht anders ist, wenn wir keine Waffen kriegen, einen Revolver, einer hat einen Revolver gehabt. Wir gehen also dort zu der Reichsbrücke, zu diesem Posten, der dort gestanden ist. Da sind zwei Leute gewesen mit aufgepflanzten Bajonett, also mit Gewehr auf. Und nehmen die Gewehre weg. Und dann stürmen wir mit den zwei Gewehren die Wachstuben, die gleich neben dem Goethehof in der Schütterstraße sich befunden hat. Dort haben wir gewusst, es sind sieben Wachleute und die sind auch, haben auch sieben Gewehre. Also dann hätten wir neun Gewehre gehabt. Und wie wir das also gesagt haben, dass wir das machen, ist dann ein Schutzbundkommandanten, den Kripperz und Erjatz haben sie geheißen, doch Angst und Bang geworden und sie haben so erklärt, gut, jetzt geben wir die Waffen aus. Weiß und kommt keine.
Und wir sind hinunter in den Keller, haben sie runtergeführt, sind die im Keller, dort ist der Boden aufgebrochen worden, der Betonboden. Und dort waren Waffen versteckt. Dort sind also zwei Maschinengewehre gewesen, ungefähr 70 Gewehre mit Munition, Schmierbüchsen, also selbst angefertigte Handgranaten und so weiter. Die sind rausgekommen und die sind also jetzt zur Verteilung gelangt. Die Polizei wollte also gemeinsam mit der Heimwehr und mit dem Bundesheer den Goethehof stürmen, so wie sie das bei anderen. Diese Versuche sind abgeschlagen worden. Das ist wirklich ein schwerer Kampf gewesen. Ununterbrochene Schießereien und so weiter. Das hat sich auch hingezogen, das war dann der Mittwoch. Das hat sich dann hingezogen bis gegen Nachmittag und da haben sie dann begonnen, auf der Vis-à-vis-Seite der Donau Kanonen aufzustellen, also auf der Leopoldstädter-Seite, und haben nun den Goethehof mit Kanonen bombardiert. Und da hat es natürlich die ersten schweren Opfer gegeben. So ein Maschinengewehrnetz ist zusammengeschossen worden. Und es ununterbrochen bombardiert worden. Und das waren ja in diesem riesen Gemeindebau, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, so ein riesen Bau, waren viele tausende Menschen drinnen, mit Kindern, Frauen, Kinder, Kreise und so weiter. Und war aussichtslos, als es beschlossen wurde, zu kapitulieren. Der Beschuss von Gemeindebauten mit schwerer Artillerie wurde von Bundeskanzler Dollfuß angeordnet. Wer auf die Polizei schießt, sich in Gemeindebauten verschanzt und das Leben Unschuldiger aufs Spiel setzt, hat die Konsequenzen zu tragen, hieß es. Während die immer isolierter kämpfenden Schutzbündler Widerstand leisteten, flüchtete Parteiideologe Otto Bauer nach Brünn. Das war der Kampfmoral höchst abträglich. Floridsdorf war der einzige Bezirk, wo die Umsetzung des Aktionsplanes kurzfristig gelang. Einige Polizeiwachzimmer und die Straßenbahnremise wurden besetzt. Doch bereits am 12. Februar begaben sich einige Schutzbundchefs des Bezirks freiwillig in Haft, um keine Verantwortung für den Aufstand übernehmen zu müssen. Floridsdorf hat insgesamt gehabt 500 bis 600 Schutzbündler. Aber wie es wirklich zum Kampf gekommen ist, ist nur eine kleine Gruppe, relativ kleine Gruppe zu diesen 500, 600 gewesen. Circa 150 kann man schätzen, dass die wirklich bereit waren, mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Und da sind in der Früh Arbeiter vorbeigegangen, Schutzbündler, die wir gekannt haben, ja, und haben gesagt, was ist denn mit dir, Franz, warum bleibst denn du nicht da? Ah, ich nicht, ich gehe in die Bude, ich habe ja Arbeit, ich seid so arbeitslos. Bei uns im Bezirk hast du auch keinen einzigen führenden SP-Mann gesehen. Mich haben ja alle gekannt, weil wir mittendrin waren, ja. Der irgendwie auftaucht war, ob im Schlingerhof oder bei der Straßenbahn oder woanders in Gartenstadt oder im Verzehrplatz, nirgends hast du einen gesehen davon. Die haben sie alle sozusagen schön zurückgehalten. Die hat mein erstes Gewehr am 13., am 12. auf die Nacht, Februar, habe ich das erste Mal ein Gewehr in der Hand gehabt. Und das war ein Mannlicher aus dem Ersten Weltkrieg. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich überhaupt auf Menschen geschossen habe. Erste Mal in meinem Leben. Das ist nicht einfach, muss man sagen. Was ich mich heute noch erinnern kann, ist das kein leichter Entschluss. Aber das ist eine Abwehrreaktion. Entweder du schießt oder er schießt. Da die Polizei den Widerstand in Floridsdorf nicht brechen konnte, wurde das Bundesheer angefordert. Mit dabei Alfred Nagel. Soldat Alfred Nagel, lange Jahre Mitglied des Wiener Männergesangsvereins und pensionierter Brigadier, war zum Floridsdorfer Kampfzentrum abkommandiert, zum Schlingerhof. Die heranrückende Einheit wurde heftig beschossen. Ein Soldat starb im Kugelhagel, sechs andere wurden schwer verletzt. Nagels Trupp ging in größerer Entfernung zum Schlingerhof in Stellung. Wir waren ausgerüstet, unter anderem auch mit Handgranaten, Stielhandgranaten. Die haben wir so im Gürtel drinnen gehabt.
Und einer von meinen Kameraden wollte rausfeuern, hat sich etwas weiter vorgeneigt und hat durch die Handgranate einen Schuss bekommen. Das Glück war ja, dass die Sprengladung nur getroffen wurde und Gott sei Dank nicht der Zündstift. Denn sonst wären wir, die ganze Gruppe, etwa 8 Mann, wären sicher tot gewesen. Wir haben uns dann weitergefeiert, sind vor. Aber es war sehr schwer zu wissen, wo der Feind ist. Denn Sie müssen sich vorstellen, aus allen Häusern wurde herausgeschossen. Also wir konnten eigentlich richtige Ziele nicht erfassen. Die nächste Stellung, die wir befohlen bekommen haben, war dieses obere Eckfenster. Dort sollte meine Gruppe in Stellung gehen. Nachdem ich MG-Schütze war, bin ich also dort in Stellung gegangen. Wir haben das Fenster aufgemacht und sofort Feuer eröffnet. Aber das ganze Feuer vom Schlingenhof und weitere Schützen waren auf meine Stellung hier gerichtet. Ich konnte unmöglich herausschießen. Erster Einsatz von Artillerie schoss den Schlingerhof sturmreif. Der Einschlag war am zweiten Stock und es sind durch einige Zimmer ist das Geschoss in einem Bett gelandet. Also das war ein ziemlicher Krach und das ist noch ist es lang geschossen worden und alles ist zum Turm. Auf die. Die sind im Bettwerk gewesen? Nein, zum Glück nicht. Wie die Militär eingetroffen ist, haben sie sich aus dem Schlingerhof, die Kämpfer, die wo sie waren, zurückgezogen, wie gesagt, am Nordbahnhof. Das Arbeiterheim war ja total zerschossen, zerstört. Und die Toten waren mindestens 2 Tage auf der Straße, sind sie gelegen. Es konnte ja niemand raus. Wir sind also dann weiter hinauf. Dort, wo der Beschuss war, und ich selbst war in einer dieser Wohnungen drinnen. Dort furchtbar ausgehört, total zertrümmert selbstverständlich die Einrichtung. Und Blut und Gehirnteile sind an der Wand gepickt. Es war eine sehr, sehr eindrucksvoll, wie ich vielleicht so sagen, sehr für uns unangenehmer Eindruck, den wir hier genossen haben. Nach dem Kampf ist die Verzweiflung sehr groß geworden. Jeder hat um jeden gezittert. Und die Verzweiflung hat so weit gereicht, dass sogar von uns Bekannter, der sich nicht mehr ausgesehen hat, der Selbstmord begangen hat und in die Donau gegangen ist. Ein wesentlicher, nicht nur für Wien gültiger Faktor für die Niederlage war das Ausbleiben des Generalstreiks. Viele, vor allem die Eisenbahner, fürchteten um ihren Arbeitsplatz. Ihr Zögern erklärte sich durch die Ereignisse vom März 1933. Damals wollte das Bahnpersonal ausständige Löhne durch einen 3-stündigen Streik erzwingen. Die Regierung antwortete mit Massenkündigungen und Lohnkürzungen. Gleichzeitig wuchs der Druck, die Rote Eisenbahnergewerkschaft zu verlassen und den vaterländisch-christlichen Verbänden beizutreten. Angstparolen und Repressionen hatten Erfolg. Am 12. Februar setzten Lokführer Züge in Bewegung, hinter deren gepanzerten Seitenwänden Scharfschützen des Bundesheeres auf Gemeindebauten entlang der Strecke schossen. Die Gendarmerie und die Heimwehr waren bewaffnet. Und wenn ein Eisenbahner eine Weiche nicht bedient hätte, dann wäre ihm ein Heimwehrler gekommen und hätte den vielleicht verhaftet oder was weiß ich immer und hätte die Weiche bedient. Diese individuelle Passivität kannst du gar nicht sehen. Der Lokführer, der von der Maschine heruntergestiegen wäre, er wäre sofort von der Gendarmerie oder von der Heimwehr verhaftet worden. Und man hätte jemanden gefunden, der diese Lok gefahren wäre. Und es konnte nichts anderes in der Masse der Funktionäre der österreichischen Arbeiterbewegung Platz greifen, als der Gedanke, dass die Parteispitze, dass die
Gewerkschaftsspitzen nicht bereit waren, in den Kampf zu treten. Sie waren nicht bereit. In den verarmten steirischen Industriegebieten um Leoben und Bruck an der Mur war man bereit zu kämpfen. 70% der Arbeiter hatten keinen Job. Die stark gesunkene Industrieproduktion reduzierte den Kohlebedarf beträchtlich. Zwischen 1930 und 34 war die Abbauquote im Leobener Revier um die Hälfte gesunken. Das Exportvolumen bei Roheisen um 90%. Anstelle entlassener Arbeiter traten italienische und tschechische Hilfskräfte, die bereit waren, ohne Kollektivverträge und soziales Netz bis zu 16 Stunden täglich zu arbeiten. Wer im obersteirischen Industriegebiet nicht zu den vaterländischen Gewerkschaften wechselte, katapultierte sich meist ins soziale Out, da er neben dem Arbeitsplatz auch gleich die Betriebswohnung verlor. Dagegen wollte der steirische Arbeiterführer Koloman Wallisch ankämpfen, als am 12. Februar das Einsatzsignal aus Wien kam. Während der Kampf um soziale Gerechtigkeit in Leoben und Kapfenberg relativ schnell beendet war, entwickelte sich Bruck an der Mur neben Graz zum Kampfzentrum. Die Heldin von Bruck hieß Hilde Zechner. Für sie war der 12. Februar der Tag ihrer Wiedergeburt. Gemeinsam mit einer Rotkreuz-Schwester erklärte sich die damals 17-Jährige bereit, Verwundete zu versorgen. Ein Hürdenlauf durch die Kampflinien begann. Das Ziel, die Schutzbundstellungen in der Nähe der Forstschule, in der sich Heimwehreinheiten verschanzt hatten. Auf einmal ruft jemand, ein Schutzbündel ist verletzt. Und wir sind schnell über den Zaun herübergestiegen. Sie haben den Schutzbündler herübergeholt. Und da habe ich gesehen, dass rundherum ist Blut gekommen vom Mund, von den Ohren, von den Augen. Und von die Heimatschützler haben immer herübergeschossen, von der Forstschule zum Försterheim. Und wir waren immer in Deckung. Aber auf einmal habe ich einen Schuss gespürt. Das heißt, ich habe es nicht gewusst, dass ein Schuss ist. Jedenfalls mir ist schlecht geworden. Ich habe mir gedacht, das ist vom Blut. Und habe ich einen Kopfschuss gehabt. Beim rechten Ohr, vor dem rechten Ohr war der Einschuss. Und bei der linken Schläfe der Ausschuss. Dann bin ich erst im Spital munter geworden. Der erste Blick war, bei meinem Bett stehen drei Kerzen unten brennen. Und habe mir gedacht, mein Gott, was ist jetzt? Dann kommt die Schwester, waren ja lauter Ordensschwestern. Und sage, mein, bin ich schon gestorben? Ich mag noch nicht sterben, ich bin noch viel zu jung. Warum muss ich sterben? Und ich sage, nein, brauchst nicht sterben. Während Hilde Zechner im Operationssaal lag, trafen Grazer Bundesheereinheiten nach Entfernung mehrerer Straßenblockaden in Bruck an der Mur ein. Der schwere Artilleriebeschuss ließ Koloman Wallisch den Rückzugsbefehl Richtung Eisenpass geben. Mit dabei Gottfried Kreindl. Wir sind da reinkommen und darauf, todmüde schon, und mit Koloman Wallisch, wir waren ca. 60, 80 Mann, und da sind wir fort drauf, Richtung Eisenpass. Am Eisenpass oben sind wir alle stehen geblieben. Der Koloman Wallisch hat dann eine Ansprache gehalten. Er hat sich verabschiedet für alle und hat uns mitgeteilt, wir können, wer will, kann mitgehen, die anderen können zurückgehen. Es ist verloren. Das Gefühl war furchtbar, weil wir haben einen guten Menschen verloren.
Wir waren alle furchtbar deprimiert. Das war dann das Ende und dann haben sie uns verhaftet. Koloman Wallisch trennte sich dann von seinen Gefährten und flüchtete Richtung Selztal. Am Weg dorthin wurde er verhaftet und am 19. Februar zum Galgen geführt. Der damalige Scharfrichter Lang hat noch diese Schmacklosigkeit gehabt, hat gesagt, bei Ihnen, Herr Wallisch, war es mir ein besonderes Vergnügen. Der Scharfrichter Lang hat dann in einem nebengelegenen Lokal, neben dem Kreisgericht, hat er dann diesen Strick stückweise verkauft, weil man angeblich, wenn man so ein Stück von einem Gehängten hat, Glück hat. In Wien starben 4 Sozialdemokraten durch den Strang. Den Hietzinger Schutzbundkämpfer Karl Münichreiter führte man schwer verletzt zum Galgen. In Oberösterreich wurde der Arbeiter-Samariter Anton Bulgari zum Tode verurteilt. Er soll einen Bundesheeroffizier mit einer Schaufel erschlagen haben. Im Obduktionsbericht gab es jedoch keinerlei Hinweise auf derartige Verletzungen. Karl Lampel war Zeuge der Hinrichtung. Nach einer Weile ging die Türe auf. Anton Bulgari trat heraus, schaute plötzlich auf die Anwesenden. Dann rief er mit lauter Stimme, hoch lebe die Sozialdemokratie. Dann ging er herunter über die Stufen, hin zum Galgen, hinauf auf das Stufengestell. Und die beiden Henker in schwarzen Kleidung legten ihm den Strick um den Hals, befestigten oben an den Eisenzapfen, warfen ihm ein schwarzes Tuch über den Kopf und zogen ihm das Stockerl weg. Dann war Pause, Stille. Alle waren betroffen von dem traurigen Moment, besonders ich selber. Am 16. Februar herrschte wieder Ruhe im Land. Die Sozialdemokratische Partei samt Nebenorganisationen wurde verboten. 10.000 Funktionäre und Parteimitglieder verhaftet. Entlassungen, auch nur am Rande Beteiligter, stürzten viele Familien ins Elend. Der blutige Februar festigte Feindbilder, Lagerdenken und politisches Misstrauen. Er löste ein nationales Trauma aus, an dessen Ende die Auslöschung Österreichs stand. Beim Bürgerkrieg kommt der Feind nicht über die Grenze, sondern aus dem eigenen Land. Daher spaltet und verwundet er eine Gesellschaft viel tiefer als der Angriff einer fremden Macht. In Ehrfurcht und Dank neigen wir unser Haupt vor euch, den Toten, die um der Heimat. Auf beiden Seiten gab es mehr als 300 Tote und bis zu 1000 Verletzte. Während gefallene Soldaten oder Polizisten in feierlichen Staatsakten zu Grabe getragen wurden, verweigerten manche katholischen Priester toten Schutzbundkämpfern die Einsegnung. Der kirchliche Bannstrahl konnte aber auch die Überlebenden treffen. Ich war 14 Tage im Spital und am Sonntag ist ein Pfarrer gekommen und der hat die Patienten alle besucht. Und wie er bei mir angelangt ist, hat er geschaut, dann ist er vorbeigegangen, als wenn er mich überhaupt nicht gekannt hätte. Und er hat dann weiter seine Besuche gemacht. Obwohl, er war ja schließlich mein Katechet und hat mich auf ein Kind aufgehängt. Aber ich habe genau sofort überzogen, dass das der Hass wahrscheinlich durch die Kirche auch geht. Geringere Berührungshemmungen waren mit beschlagnahmten sozialdemokratischem Vermögen festzustellen. Die Enteignung der Konsumgenossenschaften, die Übernahme von Parteiheimen, Bibliotheken und Häusern brachte der Regierung und den christlichen Verbänden nach damaliger Währung über 100 Millionen Schilling. Diese Summe entsprach beinahe einem Drittel des Staatsbudgets. Als sozial ausgegrenzte, kriminalisierte und Fremde im eigenen Land flüchteten viele Februarkämpfer ins Exil. Eine große Zahl
ging in die Sowjetunion und trat der KP bei. Auch der Wiener Rudolf Schober. Über Moskau führte ihn der Weg in den Spanischen Bürgerkrieg zu den internationalen Brigaden. Wenn wir gehört haben, dass in Spanien die Republik bedroht ist, haben wir die Möglichkeit gesehen, wir können da unseren Kampf, den wir im Februar 1934 verloren haben, fortsetzen gegen den gleichen Feind. Letzten Endes war ja dann der Feind nicht nur die spanischen Faschisten, sondern die Deutschen und die Italiener. Wir haben die Kanonen gebraucht, die uns das Hirn aufgemacht haben. Haben wir gebraucht. Ja, das ist mein Ausspruch, Oliver. Anderen öffneten die Kanonen das Hirn nach rechts. Sie wechselten zu den Nazis oder flüchteten nach München, um sich der österreichischen Legion anzuschließen, einer nationalsozialistischen Exilorganisation. In München sind wir von den Nationalsozialisten wie Helden empfangen worden. Gell? Nur Lob für uns. Und von dort sind wir dann aufgeteilt worden. In Deutschland hat es ja so etliche Lager. Wie man gehört hat, haben die schon 7.000, 8.000 Mann gehabt da draußen, Illegale. Und wir sind gekommen nach Passau. Nach dem verlorenen Bürgerkrieg, gell, sind sehr viele zu den Nationalsozialisten, zur SA gegangen, weil damit sie ihren Kampf fortsetzen haben können gegen die Heimwehr. Da hast du nicht weiter nachgedacht, sondern die waren da behilflich, gell, den Kampf irgendwie weiterzuführen gegen die Heimwehr auf die Art. Und dann haben sie viele von uns gesagt, mein Gott, das sind ja Sozialisten. Das sind nationale Sozialisten und wir waren die Internationalen. Und das hat schon eine große Rolle gespielt. Der oberösterreichische Schutzbundführer Richard Bernaschek, links im Bild, wurde vom Justizwachebeamten Doppler, einem illegalen SS-Mitglied, aus dem Gefängnis in Linz befreit. Dieses Foto zeigt Bernaschek neben seinem Fluchthelfer. Natürlich war das, was ich heute weiß, ein Mordspropaganda-Effekt für die Nazi hier in Österreich, die ja dann ein halbes Jahr darauf den Putsch auch versucht haben. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß besiegte Sozialdemokratie und Parlamentarismus. Doch er hatte die falschen Gegner ausgeschaltet. Im Juli 1934 wurde er beim Putschversuch der Nationalsozialisten ermordet. Dass der damalige Bundeskanzler Dollfuß ermordet worden ist, hat uns in keiner Weise erschüttert, im Gegenteil vielleicht zum Teil. Er war sowieso in unserem Gedankengut sehr verhasst, sowie die ganze Regierung und auch zum Teil die Kirche, die durch Bischof Pföllner bei uns keinen guten Eindruck gemacht hat, nachdem er vor der Kanzel dauernd vom proletarischen Gesindel gesprochen hat. Sozialdemokraten, die bis zum Anschluss arbeitslos blieben, wurden nun propagandistisch geködert. Mit Arbeit und Brotparolen, der Erinnerung an den opferreichen Februar und mit dem Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Karl Mandler erlebte den März 1938 in Bischofshofen. Neben ihm standen zwei SA-Leute. Und einer dieser beiden SA-Leute verlangte von mir, ich müsse den rechten Arm hochhalten. Und ich habe zu ihm gesagt, das können Sie von mir nicht verlangen. Dann nahm er meinen Arm und hielt meinen Arm hoch. Aber ich ließ die Finger natürlich so wie jetzt fallen. Ich wollte nicht provozieren, sonst hätte ich eine Faust machen müssen. Ich habe nur meine Finger hängen lassen. Und sie sind vorbeimarschiert. Tausende Menschen sind vorbeimarschiert. Und ich habe nur geweint. Mir sind die Tränen über die Wangen gelaufen, denn ich wusste, das sind doch alles die Sozialdemokraten, die da marschieren. Die Nazi hatten ja nicht so viele Mitglieder.
Die politische Konzeption der Zweiten Republik war die antifaschistische Antwort auf das NS-Regime. Zum anderen signalisierten die langen Jahre der Großen Koalition das politische Gegenkonzept zum Februar 1934. Ihre rot-schwarzen Repräsentanten, die meist KZ und Terror erlebt hatten, teilten nun Macht und Einfluss nach strengen proportionalen Regeln. Proporz statt Bürgerkrieg lautete die zentrale Lehre aus der gesellschaftlichen Fragmentierung der Ersten Republik. Sozialpartnerschaft als Klassenkampf am grünen Tisch. Sozialer Friede durch ideologische Konzessionen. Die Parität der Macht symbolisierte zwar politische Lernprozesse, aber auch die Kontinuität des Misstrauens. Die Gleichgewichtsdoktrin zeigte sich auch in der Sicherheitspolitik. Nach den traumatischen Erlebnissen von 1934 wollte die SPÖ die politische Führung der beiden bewaffneten Verbände der Republik nie wieder einem Lager allein überantworten. Sie überließ der ÖVP das Bundesheer und übernahm das Innenministerium. Auch unter roter Ressortführung betrieb die SPÖ Verteidigungspolitik eher aus politischem Sachzwang denn aus begeistertem Reformeifer. Nach Jahrzehnten des Regierens blieben von der einstigen dynamischen roten Gegenkultur nur mehr Symbolfragmente. Das entfremdete ehemalige Februarkämpfer von der Partei. Die nötige Erneuerung der Programmatik können sie nachvollziehen, nicht jedoch opportunistisches Schielen nach dem Zeitgeist. Er führe zum Verlust von Werten und Idealen. Heute lohnt sich so ein Kampf überhaupt nicht. Für welche Ideale denn? Der Zusammenbruch des Konsums. Wir haben mit unseren Kreuzern diese Lebensmittelmagazine, wie sie früher geheißen haben, aufgebaut. Verstärkt könnte man die Solidarität wirklich noch lebendig machen für die Menschen, die das sehr dringend brauchen. Jeder Idealist, der was heute das noch ist, der ist fehl am Platz. Für ihn. Sondern am besten ist immer nur den anderen auch leben lassen, Demokrat. Das ist das Wichtigste. Auch mit dem Gegner reden. Der blutige Februar. Ein heute fast vergessener Kampf gegen Diktatur und politische Willkür. Ergebnis eines Denkens in Feindbildern. Seine Folgen grenzten breite Bevölkerungskreise vom politischen Leben aus. Das verschärfte die nationale Identitätskrise und schmälerte die aktive Basis des Widerstandes gegen Hitler. Oft, wenn ich meine Albträume habe, das irgendwas kommt wieder im 34er-Jahr, das Ganze. Das ist so verankert, das kann man niemandem beschreiben.